Hallo alle miteinander. Herzlich willkommen zum YouTube-Premierenvideo von mir, dem Somnidelius Solertius. Diejenigen, die bereits in meiner Facebook-Gruppe Just Staged vorgetäuschte Tode, Doppelidentitäten und Unterwanderungen sind, das Titelbild der Gruppe seht ihr gerade die ganze Zeit lang eingeblendet, kennen mich bereits als ein Verbreiter der Theorie, dass es sich bei allen, aber wirklich bei allen Personen des öffentlichen Lebens in Wahrheit um europäische Adlige handelt, die sich ja für diese Rollen eine falsche Identität zulegen und ihr äußeres Erscheinungsbild verkleiden und auch dämonisch shapeshiften. In haufenweisen Posts habe ich ja immer wieder bewiesen, jegliche einflussreichen Politiker, berühmten Hollywood-Schauspieler, Popmusiker, erfolgreiche Unternehmer, Nachrichtensprecher, Fernsehintendanten und sind nichts weiter als adlige, feige Heuchler, die ihr Aussehen mit Latexprothesen und auch dämonischem Budenzauber verändern. Ja, also übernatürliches Shapeshifting ist nach meinem Glauben wirklich real und meines Erachtens nach ist diese ganze Maskerade eine Mischung aus rein menschlicher Verkleidung wie Latex und Prothesen und halt dämonischem Shapeshifting. Dieses Video ist jetzt für zwei Dinge gedacht. Erstens dazu, den Usern aus meiner Facebook-Gruppe Just Staged mit einer besonderen Überraschung dafür zu danken, dass dort so viele an meine Aufdeckung glauben. Ja, obwohl diese Aufdeckungen eigentlich viele Narrativen, die in der Szene der Wahrheitssuchenden so verbreitet werden, widersprechen. Zweitens soll dieses Video als Einführung in die blaublütige Actor-Based Reality dienen. Gerade weil diese Actor-Based Reality in der ganzen globalen Verschwörung absolut omnipräsent ist. Die Aufdeckung von Fake-Identitäten ist einfach nur der entscheidende Schlüssel zum Verständnis, auf welche Weise wir eigentlich einzig und allein nur von den europäischen Adligen verarscht werden. Also nicht von Zionisten, nicht von der kasarischen Mafia, sondern, Achtung, ich blende es gerade schon ein, einzig und allein von europäischen Adligen, die sich ja ab und an auch mal als Zionisten tarnen. Sie wollen uns halt durch ihren majestätischen Kostümball zu möglichst viel Antisemitismus verleiten, weil sie dann uns böse Verschwörungstheoretiker besser gegen die ja, gutherzigen Befürworter der Political Correctness behalten können. Ja, und damit genau das besser inszenierbar ist, wird so ein Antisemitismusgegner wie Michel Friedmann natürlich ebenfalls von einem Adeligen gespielt. Also wirklich eine ganz schlau durchdachte Muppet-Show. Da kann man schon wirklich die goldene Himbeere für verleihen. Und bei all diesen ganzen Bildern, die ich euch bisher so nebenbei gezeigt habe, habe ich stets darauf geachtet, eines der wichtigsten Beweiskriterien gleich mit anzuwenden. Das Beweiskriterium, dass nicht einfach nur ein Adeliger X eine Fake-Identität Y spielt, sondern es sich sogar, ja, ich sag mal, so verhält, dass die Ehefrau des Adeligen X die Ehefrau der Fake-Identität Y spielt, ist auch bei Michel Friedmann und Bärbel Schäfer so. Die sind ja auch verheiratet. Und genau das ist niemals Zufall. Ihr habt gerade schon haufenweise Beispiele dafür gesehen, ne? Dieses Beweiskriterium, dass die Adligen ihre Familienkonstellation meistens 1:1 in ihre Fake-Promi-Pärchen und Fake-Politiker-Pärchen übernehmen, das habe ich in den letzten 2,5 Jahren, seitdem ich mich nun mit der blaublütigen Maskeradenheuchelei beschäftige, weit mehr als 200 Mal bestätigt gefunden. Und
genau damit kommen wir jetzt so langsam zur Themenvorstellung, um welchen Teil der Actor-Based Reality es in diesem Video geht. Denn das Beweiskriterium der Familienrelation stellt einen absoluten Mittelpunkt dieses Videos dar. Mit diesem Video richte ich mich an zwei Zielgruppen. Erstens an die Mitglieder meiner Facebook-Gruppe Just Staged und zweitens an alle, die in die Actor-Based Reality tiefer einsteigen wollen und objektive Beweise dafür sehen wollen, wie der Adel halt hinter dieser ganzen Muppet-Show steckt. Ich denke, ich kann dieses Beweiskriterium der Familienrelation für beide Zielgruppen in diesem Video sehr gut schmackhaft machen. Denn für die Mitglieder aus meiner Facebook-Gruppe Just Stage, die dieses Beweiskriterium eigentlich schon genauestens kennen, werde ich das in diesem Video mit einer kleinen Überraschung verbinden. Ich habe ja erst letztens in dieser unserer Gruppe aufgedeckt, dass Angelina Jolie und Brad Pitt von dem Adelspärchen Königin Letizia und König Felipe von Spanien gespielt werden. In diesem Video werde ich auf Grundlage dieser Pärchenidentifikation mit Hilfe des Beweiskriteriums der Familienrelation insgesamt 6 Fake-Identitäten von Königin Letizia und 5 Fake-Identitäten von König Philippe herleiten. Wobei Angelina Jolie und Brad Pitt jetzt bereits schon jeweils die erste Fake-Identität auf beiden Seiten darstellen. Ich werde das, also diese Identifikation dieses berühmten Hollywood-Pärchens mit dem spanischen Königspärchen werde ich noch genauer darlegen für diejenigen, die nicht in der Facebook-Gruppe Just Staged sind. Bei all diesen Fake-Identitäten wird es sich bis auf eine einzelne Ausnahme um Hollywood-Stars handeln. Und die besonders große Überraschung für euch ist, dass ich sowohl bei Königin Letizia als auch bei Philippe jeweils einen absoluten Topstar gefunden habe. Also 2 neue Aufdeckungen, bei denen es sich wirklich um absolut große Knaller handelt und die ich bisher auch noch nicht gepostet habe. Ich werde auch demonstrieren, wie eigentlich jeder mit diesem Beweiskriterium der Familienrelation gezielt Fake-Identitäten von diesen blaublütigen Täuschern aufdecken kann. Es wird etwas bei rauskommen, das man wirklich wie eine mathematische Formel systematisch anwenden kann, ohne jetzt, ich sag mal, über bloße Gesichtsähnlichkeiten zu spekulieren, die auch auf reinem Zufall beruhen könnten. So, jetzt komme ich zur zweiten Zielgruppe, also zu denjenigen, die tiefer in die Actor-Based Reality einsteigen wollen. Ich möchte euch mal dieses Beweiskriterium der Familienrelation etwas genauer darstellen. Es handelt sich hier in der Tat um ein universelles Prinzip, vergleichbar mit einer mathematischen Formel, da die Adeligen aufgrund ihrer Verliebtheit in die eigene Blutlinie wirklich übelst Wert darauf legen, dass all ihre medialen und politischen Produktionen innerhalb der eigenen Familie geplant und ausgeführt werden. Also mediale und politische Produktionen sind dann zum Beispiel Hollywood-Filme, Musikbands, wo die Ehepartner gemeinsam auftreten, das künstliche Inszenieren politischer und wirtschaftlicher Probleme, halt durch die eher politischen Fake-Identitäten zum Beispiel. Also diese Verbundenheit zur eigenen Familie basiert einfach darauf, dass bei all diesen Fake-Produktionen sehr viel Vertrauen untereinander notwendig ist.
damit sie halt wirklich funktionieren. Und wem kann man mehr vertrauen als den eigenen Familienmitgliedern? Wenn man jetzt zum Beispiel ein Hollywood-Pärchen spielt, das interviewt werden soll, mit wem kann man das Interview besser briefen als mit der eigenen Ehefrau? Der hier entscheidende Punkt ist also, dass die europäischen Adligen ihre originale blaublütige Familienkonstellation nicht einfach nur in die Promi- und Politikerfamilien ihrer Fake-Identitäten übertragen, sondern zum Beispiel auch in ihre Hollywood-Produktion und Musikproduktion. Ganz konkret heißt das, wenn in einem berühmten Film ein Mann und eine Frau die Hauptrolle spielen, dann handelt es sich bei diesen beiden Schauspielern in Wahrheit um zwei Adlige, die miteinander verheiratet sind. Und auch Musiker, die gemeinsam in einer Band spielen, sind fast immer Adlige, die miteinander zumindest eng verwandt sind. Hier geht es dann aber auch oftmals um adelige Brüder und Cousins und nicht nur um adelige Ehepartner. Das Ganze hilft natürlich enorm bei der Aufdeckung von Fake-Identitäten. Als Ausgangsgrundlage braucht man zunächst ein Promi-Pärchen, das bereits als Adelspärchen identifiziert wurde. Ja, das werden beim Hauptziel dieses Videos, wie bereits erwähnt, Angelina Jolie und Brad Pitt sein. Aber nehmen wir jetzt mal eine andere Ausgangsgrundlage, an der wir das Prinzip erstmal nur verkürzt, aber trotzdem sehr konkret amplifizieren. Nämlich das berühmte Hollywood-Pärchen aus Tom Cruise und Nicole Kidman, gespielt von Prince Edward von Wessex und dessen Ehefrau Sophie von Wessex. Ja, schaut ihn euch genau an, diesen Rattenzahn, Prinz Edward, der hier alle Gesetze der Morphologie überwindet, dessen Gesicht sich von einer potthässlichen Mischung aus Oliver Welke und verschimmeltem Käse zur Hollywood-Schönheit Tom Cruise shapeshiftet. Ja, wenn das doch bloß auch für mich so einfach wäre. Ich bin schon total neidisch, aber dieses Shapeshifting-Privileg kommt einem halt nur zu, wenn man in die richtige Blutlinie reingeboren wurde. Puh, Entschuldigung, ich musste jetzt dringend einen kleinen Cut machen, weil ich gerade just mal 5 Gläser Schnaps hintereinander runterzischen musste. Aber jetzt geht es mir wieder ganz gut. Jetzt kann ich mich wieder damit abfinden, dass ich halt nun mal nicht zu diesen Adelsfamilien gehöre, die sich selbst als Stars an die Spitze setzen dürfen. Also nicht zu diesen Adeligen, die von Generation zu Generation allein schon über ihren geerbten Grundbesitz genug Geld haben, um seit Jahrzehnten mit ihren Fake-Identitäten alle Produktionsfirmen aufzukaufen. Ja, dann bin ich selbst halt außerhalb dieses erlauchten Kreises, der sich tarnen darf, um nicht dafür verantwortlich gemacht werden zu können, der großen Öffentlichkeit über Filme und Shows irgendwelche psychologischen NWO-Mindfucks ins Hirn zu pflanzen und Schönheitsideale vorzutäuschen. Das steht mir als normalsterblicher Untertan auch gar nicht zu. Das kann ich jetzt nach 5 Gläsern Schnaps wieder akzeptieren. Zumindest einigermaßen, denn ja, ich sag mal, ehrliche Arbeit ohne Maskerade hat ja vielleicht ab und an doch noch ihren Wert. Wobei so ein paar falsche Identitäten, denen jeweils dann nochmal haufenweise humanitäre Stiftungen gehören, wie bei den Adligen, ja, damit könnte auch ich sehr gut das Finanzamt bescheißen. Aber wo ich gerade schon das mit den vorgetäuschten Schönheitsidealen kurz erwähnt habe, kommen wir doch mal zu Nicole Kidman, der Ex-Partnerin von Tom Cruise. Die wird in der Tat gespielt von Gräfin Sophie, der Gattin vom Cruiser Prinz Edward. Ja, sieht in der Tat auf dem rechten Bild etwas sehr stark nach Plastik aus,
hat aber mit Schönheitsoperationen an sich nichts zu tun, sondern eher damit, dass man es mit Latex auch übertreiben kann. Ich blende jetzt mal zwei Bilder ein, die ihr anhand der Texte, die da drunter stehen, selber über Google raussuchen könnt, um euch persönlich davon zu überzeugen, dass ich hier nicht mit von mir selbst gefälschten Bildern arbeite. Erstens dieses Bild von Gräfin Sophie. Und zweitens dieses Bild von Nicole Kidman. Und wenn man bei beiden Bildern das Gesicht auf dieselbe Größe zurechtschneidet und die Gesichter nebeneinander stellt, ja, dann kommt halt Folgendes bei raus. Tada! Der Drops ist gelutscht, der Fall ist absolut eindeutig. So, warum habe ich euch jetzt dieses Beispiel eines adligen Pärchens gezeigt, das absolut identisch ist mit dem Hollywood-Pärchen Tom Cruise und Nicole Kidman? Die Antwort ist ganz einfach, weil ich, wie vor ein paar Minuten erwähnt, erstmal beweisen will, dass die Adligen diese ihre Pärchenkonstellation nicht nur in die Familien und Pärchen ihrer Fake-Identitäten übernehmen, sondern auch zum Beispiel in ihre Filmproduktion. Und das lässt sich sehr gut zeigen, wenn ich mit meinem geübten Superman-Röntgenblick feststelle, Tom Cruise ist identisch mit Jim Carrey. Also auch Jim Carrey, der ja das Shapeshifting öffentlich auf der Bühne zeigt, indem er in seinen Comedy-Shows auf genialste, ja wirklich schon übernatürliche Weise die Grimassen irgendwelcher anderer Promis nachäfft. Ja, auch dieser Jim Carrey wird von Prinz Edward gespielt, so unvorstellbar das zunächst auch sein mag. Wenn ich jetzt also meine These prüfen möchte, dass in den Hollywood-Filmen, bei denen in den beiden Hauptrollen Mann und Frau zu zweit gemeinsam auftreten, diese beiden Hauptdarsteller immer von einem Adelspärchen gespielt werden. Ja, also wenn ich diese These belegen möchte, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch einen berühmten Film, in dem irgendeine Schauspielerin neben Jim Carrey die Hauptrolle spielt. Und ein solcher Film ist zum Beispiel Die Maske von 1994. Die Schauspielerin an der Seite von Jim Carrey war dabei damals Cameron Diaz. Und was wäre, wenn ich dir zeigen würde, dass diese Cameron Diaz wiederum von niemand anderem gespielt wird als von Gräfin Sophie von Wessex? Nun, das würde meine These komplett belegen. Und sie wird in der Tat belegt. Hier auf diesem Bildvergleich sieht man es, glaube ich, relativ deutlich. Vergleicht mal die Knochenform an den Augenhöhlen. Die ist sowohl bei Sophie als auch bei Cameron Diaz auffallend breit und kräftig. Wobei ich jetzt deswegen niemals die sogenannte Tranny-Theorie auf die Gräfin von Wessex anwenden würde. Ich persönlich kenne viele natürliche Biofrauen, die so einen Schädel haben und bin von der Tranny-Theorie auch nicht überzeugt. Aber das soll hier jetzt nicht Thema sein. Also zurück zum eigentlichen Punkt. In ihrer Rolle als Cameron Diaz hat Gräfin Sophie schon eine etwas trickreichere Verkleidung ausgewählt. Das muss ich offen und ehrlich zugeben. Als Cameron hat sie sich die Augenlider etwas runtergeklebt und auch die Falten am Mund oder vor allem die Falten am Mund und an den Wangen irritieren, weil die wurden stark künstlich abgeändert. Da mag bereits einiges an Shapeshifting hinterstecken, aber andererseits weiß ich, dass solche Veränderungen zum Beispiel auch durch Zahnveneers möglich sind. Mit diesen Veneers auf der oberen Kauleiste kann man auch den Mund so stark verbreitern,
dass Falten im Mund- und Wangenbereich sozusagen etwas neu gezogen werden. Auch verwenden einige adlige Wangenprothesen, durch die sie so runde Wangen bekommen, wie sie zum Beispiel Prinz Klaus von Holland hat. Schaut hier mal ganz genau hin. Beide Fotos findet man von ihm im Internet. Auf dem einen hat er halt nur seine Wangenprothesen vergessen. Ja, und genauso hat auch Cameron Diaz ihre leichten, runden Wangen nicht von Natur aus, denn Gräfin Sophie hat etwas flachere Wangen. Also das ist schon eine anspruchsvollere Verkleidung, wegen der einige Einsteiger an dieses Match vielleicht nicht glauben mögen. Aber Ohrenvergleiche werden hier in wenigen Minuten gezeigt, um wirklich zu beweisen, es ist in der Tat ein Match. Es ist am Anfang wegen der guten Tarnung vielleicht etwas schwer zu sehen, aber hier auf diesem bereits gezeigten Bild sieht man es, glaube ich, am deutlichsten. Bevor wir gleich zu den Ohrenvergleichen kommen, hier erstmal noch ein weiterer Beweis über das Kriterium der Familienrelation. Man kann die These, die ich vor ein paar Minuten zu den Mann-Frau-Hauptrollen in Hollywood-Filmen formulierte, auch etwas abwandeln, und zwar wie folgt: Bei Schauspielern, die sich in einem Film oder auf einem Foto gegenseitig küssen, umarmen oder einen Kuss auch nur leicht andeuten, handelt es sich stets um ein Adelspärchen. Ist auch logisch. Ein Adeliger lässt an seine Frau keinen Schauspieler aus einer anderen Adelsfamilie ran. Und wenn Jim Carrey sich auf diesem Bild an einer leicht nach vorn gebeugten Cameron Diaz von hinten ergötzen darf, dann muss Cameron Diaz einfach von Gräfin Sophie von Wessex gespielt werden. Denn wer anderes als der Gatte Prinz Edward dürfte uns eine solche Gepflogenheit des anständigen englischen Königshauses an ihr zur Schau stellen. Und Jim Carrey ist wirklich Prinz Edward. Dafür habe ich schon deutliche Beweise gezeigt. Jetzt will ich nochmal für die Identifikation von Prinz Edward als Tom Cruise bzw. Jim Carrey einerseits und Gräfin Sophie als Cameron Diaz andererseits ein paar Ohrenvergleiche zeigen. Denn das ist ja hier ein Einführungsvideo und speziell für die Einsteiger möchte ich kurz darin einführen, was man zu beachten hat, wenn man Ohrenvergleiche als Beweiskriterium prüft. Kommen wir erstmal zu Prinz Edward. Ihr seht, Tom Cruise hat exakt die inneren Ohrmuscheln und sogar exakt die gleichen äußeren Ohrläppchen wie Prinz Edward. Da gibt es höchstens einen ganz leichten Unterschied beim unteren Ansatz der Ohrläppchen. Beim Vergleich mit Jim Carrey ist es etwas anders. Da stimmen die inneren Ohrmuscheln zwischen Edward und Jim absolut überein. Aber die äußeren Ohrläppchen weichen, ja, zumindest bei genauestem Hinsehen, im Seitenprofil etwas voneinander ab. Im unteren Bereich sind hier die Ohrläppchen von Prinz Edward nämlich etwas breiter als die von Jim Carrey. Ja, und ich finde es stets traurig, wenn Leute, die solche Beweise zum ersten Mal sehen, wegen derlei minimaler Abweichungen nicht daran glauben, dass die Identifikation richtig ist. Denn ganz ehrlich, das ist relativ leicht erklärbar, wie es zu diesen Abweichungen bei den Ohrläppchen kommt. Die Adligen machen davon Gebrauch, in ihren verschiedenen Identitäten ihre Ohrläppchen auf jeweils verschiedene Weise zur Seite wegzukleben oder auch nach oben oder nach unten wegzukleben. Auf jeden Fall sehr hinterhältig, geht mit Silikon ganz einfach
Und da brauchen wir jetzt nur mal die Ohren von Prinz Edward und Jim Carrey auf dem gerade eingeblendeten Bild aus der Frontgesichtsperspektive anzuschauen. Da sieht man dann nämlich, dass die jeweils verschieden zur Seite weggeklebt sind. Wir sehen auf dem linken Bild, dass Prinz Edward den oberen Teil seiner Ohrläppchen zur Seite weggeklebt hat, während die untere Hälfte seiner Ohrläppchen jeweils in, ja, ich sag mal, relativ normaler Nähe zum Gesicht ist. Als Jim Carrey hat er dahingegen den unteren Teil seines Ohrläppchens jeweils sehr stark zur Seite weggeklebt, während der obere Teil relativ normal am Kopf anliegt, also genau umgekehrt wie bei Prinz Edward. Und allein deswegen erscheint in der Seitenansicht des Ohrenvergleiches der untere Teil des Ohrläppchens von Jim Carrey schmaler oder ich sag mal etwas schmaler als der untere Teil des Ohrläppchens von Prinz Edward. Denn wenn ein Ohrläppchen unten zur Seite weggeklebt ist, dann wirkt es an dieser unteren Stelle in der Seitenansicht logischerweise schmaler. Trotz alledem bleiben die exakt gleichen inneren Ohrmuscheln ein absolut objektiver Indikator für die Identität beider Charaktere, halt vergleichbar mit zwei gleichen Fingerabdrücken, ne? Die inneren Ohrmuscheln können höchstens durch ein wirklich extremes, ich sag mal, extremes zur Seite kleben oder nach hinten kleben der Ohrläppchen leicht verzerrt werden. Aber es bleibt dabei trotzdem immer dieselbe Grundstruktur der Gehörgänge bestehen. Im Falle von Prinz Edward und Jim Carrey verändern sich die inneren Ohrmuscheln sogar überhaupt nicht, was meistens so ist. Dasselbe Phänomen werden wir später auch bei König Felipe und Königin Letizia an einigen Stellen haben. Wichtig ist hier für den Einsteiger nur, die Ohrläppchen können verändert werden, die inneren Ohrmuscheln die dahingegen fast überhaupt nicht. Also leichte Unterschiede bei den Ohrläppchen deuten nicht darauf hin, dass es sich um verschiedene Personen handelt. Kommen wir zum Abschluss dieses Videos nun noch zum Ohrenvergleich zwischen Gräfin Sophie und Cameron Diaz. Die Nicole Kidman lassen wir mal der Kürze halber außen vor. Hier sieht man höchstens den Unterschied, dass sich Sophie in ihrer Rolle als Cameron Diaz die oberen Ohrläppchen etwas nach oben geklebt hat. Ist mit Silikon alles machbar, ansonsten sind das wirklich absolut identische Ohren, vor allem auch identische innere Ohrmuscheln. Vielleicht glauben da jetzt auch diejenigen, die beim Vergleich zwischen Gräfin Sophie und Cameron Diaz wegen der etwas gerisseneren Verkleidung vielleicht erst Zweifel hatten. Vielleicht glauben ja jetzt auch diejenigen, dass hier wirklich ein Match vorliegt. Denn das ist in der Tat so und es ist auch durch Familienrelation bewiesen worden hier in diesem Video. Nun noch einige Worte zum Abschluss. Es tut mir sehr leid, dass dies jetzt doch kein Video geworden ist, in dem ich die Hollywood-Fake-Identitäten von König Felipe und Königin Letizia aufdecke. Aber dieses Video ist sozusagen ein notwendiger erster Teil, der einen zweiten Teil vorbereitet, bei dem wir direkt mit Felipe und Letizia einsteigen werden. So ein Video zu produzieren dauert, wie ich doch zugeben muss, echt länger, als ich zunächst gedacht habe. Und ich wollte die Mitglieder in meiner Just Staged-Gruppe, denen ich das Video für die nächsten Tage versprochen habe, halt nun mal nicht länger zappeln lassen. Deswegen breche ich dieses Video jetzt nach circa 30 Minuten ab. Um das, was ich angekündigt habe, umzusetzen, hätte ich es eigentlich 90 Minuten lang machen müssen. Aber wie gesagt, ich wollte halt meine Gruppenmitglieder nicht länger zappeln lassen. Es geht bei diesem eigentlichen Vorhaben
um 6 Hollywood-Fake-Identitäten von Königin Letizia und 5 Hollywood-Fake-Identitäten von König Philippe. 2 absolut große Hammeraufdeckungen werden mit dabei sein. Das verspreche ich euch schon mal als kleine Überraschung. Als Angelina Jolie und Brad Pitt sind die beiden bereits gesetzt und von dieser Grundlage aus werde ich im zweiten Teil nach so einem Muster, das ich gerade anhand von Prinz Edward und Gräfin Sophie ausführlicher einführte, insgesamt 6 Fake-Identitäten von Letizia und 5 Fake-Identitäten von Philippe aufdecken. Also ich werde das Ganze nochmal in einem wesentlich größeren Ausmaß zeigen und auch aufweisen, dass man wirklich wie mit einer mathematischen Formel da durch alle Beziehungen und gemeinsamen Filme gehen kann, um halt festzustellen, wer sich da hinter einem Schauspieler als Adeliger verbirgt. Noch ein Hinweis, unter den 6 Fake-Identitäten von Letizia wird eine sein, bei der es sich nicht um einen Hollywood-Star handelt. Da habe ich mich vielleicht an einigen Stellen falsch ausgedrückt, aber es ist so umständlich, das jedes Mal immer mitzuerwähnen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuschauen und bitte darum, dieses Video schon mal ordentlich zu teilen, auch wenn eigentlich noch ein zweiter Teil dazugehört. Der ist bereits in Arbeit und wenn ich jetzt mit diesem Video wirklich Leute erreicht habe, die in die Actor-Based Reality einsteigen wollen, dann kann ich zu diesen nur sagen, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass es unmöglich Zufall sein kann, wenn das Adelspärchen Prinz Edward und Gräfin Sophie von Wessex zusammen das berühmte Hollywood-Pärchen Tom Cruise und Nicole Kidman spielen und dann auch noch unter weiteren Hollywood-Fake-Identitäten zusammen den Film Die Maske headline. So unvorstellbar das auch sein mag, wie dieser blaublütige Kostümball in der Praxis organisiert und umgesetzt wird und wie die Adligen das dafür notwendige Arbeitspensum leisten können, die ganzen Rollen einnähern, die ganzen verschiedenen Stimmen. Also das schaffen sie wirklich nur durch die Mithilfe dämonischer Kräfte, sage ich mal. Und das Beweiskriterium der Familienrelation ist hier aber entscheidend. Und ich habe in diesem Video sehr eindeutig bewiesen, wie die Familienrelation des Ehepaares Edward und Sophie sowohl in einem berühmten Hollywood-Pärchen als auch in einem berühmten Hollywood-Film auftritt. Und das Schöne ist, ihr könnt alle Bilder und Beziehungen, die ich aufführte, durch eigene Recherche auf ihre Richtigkeit überprüfen. Ich kann euch nur raten, nach dieser Formel des Beweiskriteriums, die ich hier ausführlich erklärt habe, selber zu versuchen, ein paar blaublütige Täuscher aufzudecken. Die Leute aus meiner Just Staged-Gruppe können sich ja mal einfach irgendeinen Star schnappen, den ich schon als Adligen identifiziert habe, und dann gucken, mit wem der Film gedreht hat, mit wem der eine Beziehung oder Ehe hatte, mit wem er zusammen in Bands aufgetreten ist. Das ist zunächst mühsame Arbeit, aber es lohnt sich wirklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich über jedes Abo und über jedes Weiterverbreiten. Mein noch etwas leerer Kanal wird jetzt wohl auch immer etwas voller werden. Tschüss!